Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live. Ja, willkommen bei Fellner Live und wir starten heute mit dem Bundeskanzler Sebastian Kurz. Grüß Gott, Herr Bundeskanzler. Grüß Gott, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank fürs Kommen. Sie haben gerade 2 Tage Regierungsklausur hinter sich. Das Ganze hat von den Bildern ein bisschen so gewirkt wie eine lustige, gemütliche Klassenfahrt. War die Stimmung wirklich so gut? Es war beides. Es war gute Stimmung, Gott sei Dank. Das ist ja auch wichtig. Aber gleichzeitig war es natürlich eine intensive Arbeitssitzung, wo alle Minister ihre Schwerpunkte fürs nächste Jahr präsentiert haben, das auch diskutiert worden ist. Und es ist in Summe ein ambitioniertes Arbeitsprogramm. Aber das heißt, Sie haben da jetzt auch wirklich die Eckpfeiler und die Pflöcke eingeschlagen, was heuer alles umgesetzt werden soll pro Ministerium. Wir haben in den einzelnen Ministerien die wichtigsten Projekte für das erste Jahr definiert und haben vor allem einen Schwerpunkt auf unser zentrales Wahlversprechen gelegt, also auf die Senkung der Steuerlast und gleichzeitig die Ökologisierung des Steuersystems. Und das ist in dieser Klausur auf den Boden gebracht worden. Das heißt, es wird zügig jetzt in Beschlussfassung gebracht, es wird an den Gesetzen gearbeitet, sodass schon ab dem nächsten Jahr die Menschen wieder die nächsten Schritte der Steuerentlastung spüren können. Jetzt haben Sie gerade angesprochen, die Steuerreform, die haben Sie ja heute auch präsentiert. Die erste Senkung der ersten Tarifstufe, die kommt 2021. Der große, muss man sagen, Brocken kommt aber erst 2022. Warum erst 2022? Warum kann man das nicht vorziehen auf 2021, gerade in Zeiten, wo wir vielleicht sogar vor einer drohenden Rezession stehen? Zunächst einmal, Rezession droht uns Gott sei Dank keine, sondern wir haben ein stabiles Wachstum in Österreich. Das ist gut so. Und wir wollen die Menschen entlasten, wie wir es versprochen haben. Aber wir wollen nicht zurück zur Schuldenpolitik. Wir wollen das ordentlich machen. Wir wollen ein stabiles Budget gewährleisten und dadurch kommt die Entlastung auch schrittweise, so wie wir das angekündigt haben. Der Familienbonus wurde schon eingeführt in der Vorgängerregierung, 1500 Euro Entlastung pro Kind, darüber hinaus Entlastungsschritte für Kleinstverdiener. Und jetzt senken wir die Lohn- und Einkommensteuer, die erste Progressionsstufe auf 20% nächstes Jahr und dann im Jahr 2022 die zweite und dritte Progressionsstufe auf 30% und 40%. Das ist eine Maßnahme vor allem für kleine und mittlere Einkommen, für Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben und heute in Pension sind. Die profitieren auch davon. Und darüber hinaus gibt es eine Erhöhung des Familienbonus, aber auch Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft und der Landwirtschaft in unserem Land. Und im Ergebnis heißt das dann, dass zu den Maßnahmen, die wir schon beschlossen haben, jemandem, der ein Kind hat und 2600, 2700 Euro pro Monat verdient, brutto, dem bleiben 1000 Euro netto pro Jahr mehr übrig. Also 1000 Euro netto pro Jahr bleibt einem Durchschnittsösterreicher durch diese Steuerreform mehr übrig? Einem Durchschnittsösterreicher mit einem Kind bleiben über 1000 Euro netto pro Jahr über, jemanden mit 2 Kindern sogar 1250 Euro. Sie haben jetzt auch den Familienbonus angesprochen, der wird ja erhöht. Wann passiert das? Ab wann tritt das in Kraft? Mit 1. Jänner 2022, aber wir werden all diese Maßnahmen schon heuer beschließen. Mhm. Aber sprich, ab 1. Jänner 2022 ist dann die Senkung der 2 weiteren Tarifstufen und die Erhöhung des Familienbonus. Plus weitere Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes, von denen auch viele Arbeitnehmer profitieren, wie zum Beispiel die Mitarbeiterbeteiligung und andere Maßnahmen. Ist das auch die Körperschaftssteuer? Die soll ja auch gesenkt werden. Wird das auch 2022 sein? Die Körperschaftssteuer kommt noch nicht 2022. Die soll dann in einer nächsten Etappe folgen. Wie angekündigt, werden wir schrittweise die Steuerentlastung durchführen. Und da beginnen wir ganz bewusst bei kleinen, mittleren Einkommen, bei Menschen, die arbeiten gehen, bei Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben. Aber es wird noch in dieser Legislaturperiode gesenkt werden. Die Opposition kritisiert diese Steuerreform, allen voran die SPÖ, sagt, das Entlastungsvolumen ist viel zu gering. Ja, das amüsiert mich ein bisschen. Das Entlastungsvolumen ist 4 Milliarden Euro, also doch eine beträchtliche Summe. Wir entlasten, seitdem ich Bundeskanzler sein darf, schrittweise. Wir werden es schaffen, dass die Steuer- und Abgabenbelastung in Richtung 40% sinkt. Wir machen parallel erstmals keine neuen Schulden in unserem Land,
ich sage mal, die Sozialdemokratie hatte ihre Chance. Immer wenn die Sozialdemokratie regiert hat über die letzten Jahrzehnte, war die Sozialdemokratie ja federführend in der Regierung tätig, ist über die letzten Jahrzehnte die Steuer- und Abgabenquote in Österreich massiv angewachsen und parallel dazu nicht nur die Steuern wurden erhöht, sondern es wurde auch unser Budgetdefizit immer größer. Insofern die Vorbildfunktion, die würde ich eher begrenzt sehen. Aber das ist auch Ihre Ansage, dass Sie sagen, das Budget wird ausgeglichen bleiben, auch im Zuge dieser Steuerreform. Sie haben ein Nulldefizit, das Sie jetzt sozusagen durchziehen bis zum Ende der Legislaturperiode. Ja, man weiß natürlich nie, ob eine Wirtschaftskrise kommt oder welche Entwicklungen vor uns stehen. Aber wir haben uns committed zu einer ausgeglichenen Budgetpolitik, nicht Schulden auf Kosten der nächsten Generation zu machen. Das haben wir im Jahr 2019 geschafft, obwohl viele behauptet haben, das wird uns nicht gelingen, den Familienbonus einzuführen, die Steuerlast zu senken und gleichzeitig keine neuen Schulden zu machen. Es ist gelungen. 2022 werden wir ausgeglichen budgetieren, genauso 2021. Und natürlich ist das auch unser Ziel in weiterer Folge. Jetzt wurden ja auch Ökologisierungsmaßnahmen präsentiert bei dieser Regierungsklausur. Da haben viele Beobachter und Kommentatoren gesagt, das mussten sie machen, um den Grünen da jetzt auch ein bisschen mehr Luft zum Atmen zu geben. Ist das so? Haben Sie da den Grünen jetzt bewusst auch ein bisschen die Bühne gegeben, mal ihre Themen zu positionieren? Wir haben eine gemeinsame Regierung und da war immer klar, dass versucht wird, das Beste aus beiden Welten zu verbinden. Die Ideen zur Steuersenkung der Volkspartei und natürlich auch die Ideen im Kampf gegen den Klimawandel seitens der Grünen. Das haben wir im Regierungsprogramm vereint und das wird jetzt umgesetzt. Jetzt wurde dann unter anderem auch diese Flugticketabgabe heute präsentiert von der zuständigen Ministerin Gewessler. Die soll, wenn ich das richtig gehört habe, 2021 genau so ist kommen. Was genau ist das? Das kommt nur auf Kurzstreckenflüge, nicht auf Langstreckenflüge? Oder wie es wird in Zukunft wird eine einheitliche Flugticketabgabe geben. Das heißt, bei der Langstrecke wird es etwas reduziert, was auch sinnvoll ist. Bei der Kurzstrecke wird es erhöht, was Sinn macht, weil natürlich das Fliegen im Vergleich jetzt zum Beispiel zum Bahnfahren, da teilweise aufgrund der Billigflieger einen etwas unterdurchschnittlichen Preis mittlerweile vorausgebracht hat. Insofern eine richtige Maßnahme, um einfach auch den Preis der Umweltverschmutzung ein Stück weit stärker im Steuersystem abzubilden. Zweiter Punkt, der ja auch im Zuge dieser Klausur besprochen wurde, ist das Thema Diesel. Da dürfte ja der Tenor sein, Diesel muss teurer werden. Wie das genau passiert, ob das Dieselprivileg wegfällt oder nicht, ist glaube ich noch nicht ausgesprochen. Aber heißt das nicht im Umkehrschluss, tanken wird teurer? Das haben wir so noch überhaupt nicht besprochen. Was klar ist, dass wir gegen den Tanktourismus vorgehen wollen, insbesondere was die LKWs betrifft. Wir wollen den Transit durch Österreich reduzieren. Es ist da in Wien vielleicht nicht so ein Thema und auch nicht so bekannt, aber in Tirol zum Beispiel leiden die Menschen irrsinnig, dass Millionen LKWs da durch Tirol durchfahren. Transit-LKWs, von denen wir nichts haben, die teilweise diese Route verwenden, weil sie die billigste ist, die dann auch noch bei uns tanken. Das ist etwas, da wollen wir einfach gegensteuern. Bis wann wird eigentlich die Dienstwagenflotte der Bundesregierung jetzt umgestellt? Da hieß es ja, das wird auf E-Autos umgestellt. Was ist da der Zeitplan? Fahren Sie schon mit einem E-Auto? Dort, wo es möglich ist, wird auf E-Autos umgestellt. Dort, wo es keinen Sinn macht, natürlich nicht. Und das ist schrittweise vorgesehen. Wir machen das natürlich steuergeldschonend. Das heißt, es wird jetzt nicht ein Auto zurückgegeben, obwohl der Leasingvertrag läuft. Aber da gibt es eine schrittweise Erneuerung und das ist auch gut so. So können wir als öffentliche Hand einen Beitrag leisten, Emissionen einzusparen, Umwelt und Klima zu schützen, aber mit Hausverstand, wenn es wo notwendig ist, Langstrecken zu fahren oder im Polizeibereich, im Sicherheitsbereich, im Bereich der Feuerwehr, ist das ganz etwas anderes als bei städtischen Strecken. Wird der Dienstwagen des Kanzleramts auch auf ein E-Auto umgestellt werden? Das ist im Moment ein Diesel, aber natürlich, wenn es einen technologischen Fortschritt gibt, von dem wir ja alle ausgehen, die E-Autos auch besser werden, längere Strecken zurücklegen können. Warum denn nicht? Im Moment ist es so, dass ich sehr viel unterwegs bin, für ganz Österreich da sein muss als Bundeskanzler. Und da braucht es natürlich auch entsprechende Reichweiten. Ist die Stimmung eigentlich jetzt nach dieser Klausur wieder besser mit den Grünen? Weil zwischenzeitlich hat es ja ein bisschen gewirkt, als wäre da etwas Sand im Getriebe. Bei der Sicherungshaft gab es Querschüsse von den Grünen, beim Kopftuchverbot. Herr Fellner, die
Stimmung war nie schlecht. Ich weiß, dass Werner Kogler zum Regierungsprogramm steht, genauso wie wir zu diesem Regierungsprogramm stehen. Es ist ein gutes Programm. Natürlich gibt es da Themen, die manchmal für die eine oder für die andere Partei ein bisschen unangenehmer sind oder die Grünen vielleicht nicht alleine jetzt erfunden hätten. Aber das gehört eben zum Regieren dazu. Die Stimmung war immer eine gute. Und ja, natürlich hat die Regierungsklausur jetzt einen Turbo gegeben in der Umsetzungsarbeit. Und das macht mich eigentlich sehr, sehr zufrieden, dass wir schon nach 3 Wochen jetzt diese große Steuerreform, diese große Entlastung auf den Weg bringen können. Ein schöner Erfolg der Regierung, aber auch des Finanzministers und natürlich, was die Ökologisierung betrifft, der Umweltministerin. Aber haben Sie damit gerechnet, dass es da Widerstand geben wird von Seiten der Grünen bei der Migrations- und Sicherheitslinie, die im Regierungsprogramm steht? Der Abgeordnete Raimond hat beispielsweise gesagt, er wird der Sicherungshaft sicher nicht zustimmen. Ich habe immer damit gerechnet, dass es da eine gewisse Diskussion und Diskurs geben wird und sicherlich auch den einen oder anderen bei den Grünen, der damit unglücklich ist. Aber so ist das eben, wenn man einer Regierung angehört, da verpflichtet man sich auch zu einem Programm. Und dass wir als Volkspartei, als Partei, die fast 3-mal so groß ist wie die Grünen, natürlich da auch in einigen Bereichen federführend die Handschrift vorgeben, das war von Anfang an klar. Es war immer klar, die Grünen können Akzente setzen im Klima- und Umweltschutz, im Transparenzbereich und viel mehr. Aber die Volkspartei im Bereich der Steuer, der Standortpolitik, natürlich der Migration. Aber Sie bleiben bei Ihrer Linie, die Sicherungshaft wird kommen. Ja, das ist jetzt kein großes Thema, weil wir ohnehin wissen, dass die Sicherungshaft umgesetzt werden wird, so wie alles andere im Regierungsprogramm war, aber jetzt bei der Klausur nicht das Hauptthema. Da ging es wirklich vor allem um die Entlastung und die Ökologisierung. Was wird denn heuer noch kommen? Wird das Kopftuchverbot, die Ausweitung auf bis zu 14-Jährige noch heuer umgesetzt? Ja, das ist ein wichtiges Projekt unserer zuständigen Ministerin Susanne Raab, die das ausgezeichnet macht, die für eine konsequente Integrationspolitik steht, für Integration durch Leistung, und die natürlich vollkommen zu Recht sagt, dass das Kopftuch in der Schule bei Mädchen bis 14 keinen Platz haben sollte. Wir wollen, dass Kinder nicht verschleiert werden in der Schule, und insofern kann man da gut gegensteuern. Aber wenn es nach Ihnen geht, soll das noch heuer passieren? Schauen Sie, das ist im Zuständigkeitsbereich der Ministerin Raab, und die wird das wie alle anderen Maßnahmen auch vorantreiben und auf den Weg bringen. Wir wollen das ganze Regierungsprogramm möglichst schnell umsetzen, aber alles geht nicht gleichzeitig. Schritt für Schritt wird das jetzt abgearbeitet. Abschließend noch, jetzt sind es knapp 3 Wochen, ein bisschen mehr, das jetzt sozusagen diese türkis-grüne Regierung seit da angelogen. Wie fällt denn so Ihre erste Bilanz aus, sofern man eine ziehen kann nach so einer kurzen Zeit? 3 Wochen kann man noch nicht viel Bilanz ziehen, aber ich glaube, dass die Einarbeitungsphase bei den Ministerinnen und Ministern sehr gut funktioniert hat. Ich bin sehr zufrieden mit dem Team. Und vor allem glücklich, dass es jetzt gelungen ist, bei der Regierung schon so große Projekte wie diese 4 Milliarden Steuerentlastung auf den Weg zu bringen. Und ganz zum Schluss noch, im Herbst wählt Wien, das ist die nächste große Wahl, die ansteht. Glauben Sie daran, dass die ÖVP nach dieser Wahl den Bürgermeister in Wien stellen kann? Das wird man sehen. Es gibt natürlich einen ganz klaren Favoriten, das ist die Sozialdemokratie, die in allen Umfragen sehr, sehr weit vorne ist und wahrscheinlich auch den Platz 1 einnehmen wird. Aber ich gehe schon davon aus, dass wir als Volkspartei zulegen können. Wir hatten beim letzten Mal 9%. Ich gehe davon aus, dass das diesmal ein besseres Ergebnis wird, und das freut mich. Und je stärker die Ergebnisse von uns und anderen Parteien werden, desto mehr wird sich auch ändern in dieser Stadt, was der Stadt sehr gut täte. Gernot Blümel wird der Spitzenkandidat in Wien sein? So ist es. Davon gehen Sie, also das ist fix. Genau. Ja. Und zum Schluss noch, wenn Gernot Blümel ein gutes Ergebnis in Wien hat und sich eine Koalition mit Grünen und beispielsweise NEOS ausgehen würde, dann würden Sie ihm auch raten, da so eine Dreierkoalition einzugehen? Der Gernot Blümel braucht von mir keine Ratschläge. Er ist der Parteichef der Volkspartei in Wien. Er macht das ausgezeichnet, auch als Finanzminister. Und er wird als Spitzenkandidat in diese Wahl gehen, dafür werben, dass sich in Wien etwas verändert. Ich hoffe, ein gutes Ergebnis einfahren. Danach wird gezählt und dann wird man mehr wissen. Und ganz zum Schluss noch zu einem ganz aktuellen Thema. Es sprechen derzeit alle über das Coronavirus und die Grippeepidemie in Österreich. Jetzt hat der Gesundheitsminister Anschober auch am Rande dieser Regierungsklausur angemerkt, man könnte über eine Impfpflicht nachdenken in Österreich. Wie sehen Sie das eigentlich?
Ja, da will ich jetzt keine Stellung dazu nehmen. Das ist eine Diskussion, die auf Expertenebene geführt werden sollte. Was ich nur sagen kann, ist, die Österreicherinnen und Österreicher können sich darauf verlassen, dass wir gut vorbereitet sind, was das Coronavirus betrifft. Die Verdachtsfälle haben sich Gott sei Dank nicht bestätigt. Es gibt hier eine gute Zusammenarbeit auch zwischen dem Gesundheits-, dem Innen- und dem Außenminister. Wir hoffen sehr, dass insbesondere der chinesischen Regierung es gelingt, hier schnell die Situation unter Kontrolle zu bringen. Was man in Österreich nicht unterschätzen darf, das ist die Grippe. Das ist leider Gottes oftmals unbekannt, aber viel zu viele Menschen sterben jedes Jahr an der Grippe. Es ist eine doch sehr schwerwiegende Erkrankung und insofern, auch wenn das Coronavirus in aller Munde ist, die Gefahr der Grippe, die darf nicht unterschätzt werden. Und ich bin froh, dass sich hier sehr viele Menschen impfen lassen, denn insbesondere auch für ältere Menschen kann das schon eine sehr schwerwiegende Erkrankung sein. Sind Sie eigentlich geimpft? Ich habe mich immer wieder Grippe impfen lassen. Mhm. Ja. Und allerletzte Frage noch, weil es heute medial auch diskutiert wird. Die Opposition übt relativ scharfe Kritik an den Kulturpostenbesetzungen der Europaministerin, die aber noch die Kulturagenten hatte, bis inklusive Mittwoch, Caroline Edt-Stadler, und spricht vom Postenschacher. Also, wenn jetzt schon jede normale Besetzung ein Postenschacher ist, dann weiß ich wirklich nicht mehr. Es gibt in den Museen, wie zum Beispiel auch in der Albertina, Aufsichtsräte oder Beiräte, die werden für eine gewisse Zeit bestellt. Das sind auch Personen, die damit nicht großes Geld verdienen, sondern teilweise sogar ehrenamtlich tätig sind. Und die waren bis zum 31.12. des vergangenen Jahres bestellt. Mittlerweile haben wir Ende Jänner. Und ja, die sind jetzt neu bestellt worden. Das ist eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Also, dass man sich sogar über das aufregen kann, wundert mich ein bisschen. Das heißt, die Opposition ist Ihrer Meinung nach derzeit nicht besonders konstruktiv generell? Ja, also wenn alles kritisiert wird, von der Steuerreform bis hin zur Besetzung irgendwelcher Kulturbeiräte, dann hat man doch das Gefühl, dass hier etwas Pauschalkritik geübt wird, aber ist ja auch in Ordnung. Herr Bundeskanzler, vielen Dank für den Besuch im Studio. Wir machen eine ganz kurze Pause, sind dann gleich wieder zurück bei Fellner Live und dann geht es weiter mit Gernot Rumpold, der managt den Wahlkampf von Heinz-Christian Strache. Wie will er diesen Wahlkampf anlegen? Welche Chancen gibt er der Strache-Partei bei der Wien-Wahl? Wie sieht es generell aus mit neuen FPÖ-Parteien? Gemeinderäten oder Bezirksräten, die überlaufen? Und vor allem, ist es jetzt fix, dass HC Strache in Wien antritt, oder auf was wartet er dann noch? Also, kurze Werbepause, dann sind wir gleich zurück.